Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video aus einer Hotel-Location, weil ich nämlich nicht zu Hause bin und deshalb zuallererst mal an euch alle ein frohes neues Jahr 2023. Ich habe mir ein paar Tage offline genommen und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass keine Videos gekommen sind. Das hat tatsächlich seinen Sinn und Zweck, weil ich einfach mal ein paar Tage ausspannen musste und mich komplett von dem Internet losgelöst habe. Ich habe aber dafür super coolen Content in dieser Zeit gedreht, denn ich war in Paris bei Matière Première und durfte den Parfümeur hinter so Knallern wie Eros von Versace und zum Beispiel Gucci Guilty interviewen. Und das Video kommt dann in ein paar Tagen online, wenn ich die Untertitel fertig gemacht habe, weil es war auf Englisch. Und da könnte ich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Aber ich wünsche euch ein ganz, ganz fantastisches 2023 und ich freue mich sehr, dass ihr dieses Video hier guckt. In diesem heutigen Video geht es um 10 Düfte, die lange halten und gut riechen. Und das sind ehrlich gesagt ganz viele verschiedene Düfte in verschiedenen Duftrichtungen. Aber einfach Düfte, wo ich persönlich finde, dass das eine schöne, angenehme DNA ist, die einfach sehr, sehr lange hält, teilweise 12 Stunden und länger. Und deshalb fangen wir auch an mit meinem allerersten Duft hier und das ist der Creed Viking. Ich habe übrigens 20 Flakons mitgenommen auf diese Reise, müsst ihr euch nochmal merken, ja. Also das hier ist der Creed Viking und den kennt ihr wahrscheinlich. Erstmal vielen lieben Dank an den Zuschauer, der mir den hier verkauft hat, weil es nämlich eine Vintage-Version von 2017 ist, nach der ich sehr, sehr lange gesucht habe. Deshalb vielen lieben Dank auch für den fairen Preis. Und wer diesen Duft hier nicht kennt, der macht, glaube ich, irgendwas falsch, weil das nämlich ein richtig schöner Minz-Sandelholzduft ist. Also wir haben hier sehr, sehr deutlich eine Minznote mit drin am Anfang, die sich dann mit Sandelholz paart und tatsächlich, wie ich finde, diese wunderschöne Creed-DNA aufleben lässt. Denn alle Creed-Düfte haben so eine gewisse Eleganz, würde ich sagen, so einen gewissen Oldschool-Touch auch. Und das eben in Kombination mit dieser recht modernen Sandelholz-Minz-DNA, finde ich persönlich, hat einfach einen sehr, sehr schönen Spannungsbogen. Und vor allen Dingen hält dieser Duft eben auch sehr, sehr lange, zumindest in der alten Variante. Der nächste Duft, den ich für euch habe, ist auch einer vor der Reformulierung. Da muss ich auf jeden Fall noch einen Vergleich mit der neuen Variante machen, denn 2021 Anfang wurde dieser Duft hier reformuliert und es handelt sich natürlich um Apollonia von Xerjoff. Und bei diesem Duft muss ich sagen, dass ich den als Mann wirklich so ein bisschen unterschätzt habe. Also im Grunde genommen ist es hier ein Duft mit hellen Blüten und Irisbutter. Also er hat eine sehr helle, florale, pudrige Komponente und er hat aber auch eine sehr dunkle Komponente und da muss ich persönlich sagen, das habe ich als Mann einfach so ein bisschen unterschätzt, weil, um ehrlich zu sein, ich zuerst nur diese hellen Blüten gerochen habe und heutzutage nehme ich diese dunkle, erdige, karottenartige Irisbutter wahr, die hier mit drin ist. Und das macht den Duft, finde ich, für mich sehr, sehr tragbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch unisex, sodass man ihn auch als Mann tragen kann und er hat auch einfach eine richtig tolle Performance. Also für so einen Moschusduft muss man sagen, sehr, sehr langanhaltend, 12, 14 Stunden und länger, finde ich persönlich den Apollonia. Sehr, sehr schönes Teil, falls ihr auf Moschusdüfte steht, schaut euch den gerne mal an. Dann als nächstes auf meiner Liste habe ich hier den L'Atelier Parfum Opus 2 Burning for Oud. Das ist ein Duft, der wird in den nächsten Videos wahrscheinlich auch noch ein paar Mal vorkommen, weil ich nämlich auch ein Video geplant habe mit Düften, die man unterschätzt und Düfte, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wo man sagt, okay, was ist das denn überhaupt, ja, auf gut Deutsch. Aber tatsächlich ist das hier so der einsteigerfreundlichste Oud-Duft, den ich persönlich kenne. Das heißt, wenn ihr mal in diese orientalische Richtung gehen möchtet und ihr möchtet aber nichts, was stinkt oder nichts, was zu intensiv nach Oud riecht, sondern einfach nur so einen schönen, trocken, holzigen Touch hat, dann schaut euch den Opus 2 Burning for Oud auf jeden Fall mal an. Ist eine Marke, die jetzt auf YouTube auch einige YouTuber angeschrieben hat, ne? Also hier in Deutschland, wo ich jetzt auch, glaube ich, einen Rabattcode oder zumindest einen Link oder so habe. Also schaut auch gerne in die Beschreibung, wenn ihr euch dafür interessiert. Ist auf jeden Fall für mich wirklich so einfach der Einsteiger-Oud-Duft, den man tragen kann, wenn man noch nie einen Oud-Duft getragen hat. Dann als nächstes wieder eine Marke, die jetzt auch wahrscheinlich bei einigen anderen Leuten vorkommen wird. Der Duftbunker hat sich schon gezeigt und das ist natürlich die Rede von Somens Barcelona. Und hier habe ich den Duft Arena von Chris Maurice. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist natürlich Christian Carbonell, der Parfümeur, der auch meinen Duft gemacht hat. Und dieser Duft hier ist ein Duft für alle Fans von Alexandria 2, denn er riecht sehr, sehr ähnlich zu Alexandria 2, hat aber einen animalischeren Twist am Anfang. Also der startet sehr viel animalischer und so ein bisschen in Richtung Dirty, aber nicht zu viel. Und dann entwickelt er sich aber in diese wunderschöne Alexandria 2 DNA, die wir alle kennen und lieben. Und deshalb eben auch hier ein Duft, der sehr, sehr lange hält. Für mich 12, 13 Stunden. Und der für mich einfach gut riecht, weil es so diese Alexandria 2 DNA ist. Man könnte aber natürlich auch den Alexandria 2 oder Orientale oder sonst einen nehmen. Die, finde ich, geben sich nicht besonders viel. Dann als nächstes kommen wir zu einem Haus, was ich jetzt gerade erst wieder mal für mich entdeckt habe. Denn ich war, wie gesagt, in Paris über Silvester und Neujahr und habe da die Marke Etat Libre d'Orange mir angeschaut. Was eine echt Pariser Marke ist, ja. Die sind vor allen Dingen bekannt für einen Duft, nämlich für den Secretion Magnifique, der nach Sperma, Blut und Speichel riechen soll. Ich habe diesen
Duft auch in Paris jetzt zum ersten Mal gerochen und ich hatte wirklich Würgereiz, also absolute Katastrophe für mich persönlich. Ich weiß nicht, wer den vorher schon mal getestet hat. Aber ein anderer Duft, der dafür sehr, sehr gut riecht und finde ich extrem lange hält für das, was er macht, ist der Hermann. Also er heißt wirklich Hermann, ich verarsche euch nicht, ja. Und dann kommt noch sowas Französisches, Amécote me paraissait une ombre. Keine Ahnung, was das heißt, müsste ich jetzt nachschauen, aber auf jeden Fall heißt der Duft Hermann, könnt ihr euch merken. Und das ist ein relativ frisch gewaschener Wäscheartiger Duft. Also er hat ein bisschen was Weichspülerartiges, aber auch so ein bisschen so eine sehr moschusartige und fast schon animalische Komponente. Ich finde den aber tatsächlich in der Projektionswolke um einen herum sehr schön. Er hat eine schöne pfeffrige Wolke um einen herum, hat einen schönen frischen Touch, was Seifiges. Und das finde ich bei diesem Duft hier sehr, sehr geil. Deshalb habe ich ihn mir auch geholt. Und es wird auch noch ein zweiter Duft auf diesem Channel kommen, den ich jetzt gerade eingetauscht habe, der aber nicht so clean ist. Also das hier ist wirklich ein Saubermann-Duft und der hält auch bis zu 13, 14 Stunden durch. Dann habe ich zu guter Letzt noch drei Düfte für euch. Einen natürlich wieder aus dem Hause Xerjoff. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen und das ist der neue Torino 22. Ich habe den Torino 21 letztes Jahr getestet, habe mir diesen hier als Gebrauchtflakon gekauft. Dann wurde mir ein ganzer Flakon von Classic Parfums zur Verfügung gestellt. Also viele liebe Grüße und vielen Dank an der Stelle. Wäre eigentlich nicht nötig gewesen, aber jetzt habe ich ihn halt in ganz. Und das ist eine gute Idee, weil dieser Duft hier nämlich wirklich ein sehr, sehr schöner, was war das noch, Feigenduft oder so? Ich muss jetzt gerade noch mal riechen, weil ich diesen Flakon hier tatsächlich noch nicht benutzt habe. Ich habe mir die Duftnoten rausgesucht. Dieser Duft arbeitet mit Safran, Eukalyptus, Muscatella, Salbei, Mate, Guayakholz, Moschus und trockenen Hölzern. Und ich würde sagen, ihr könnt ihn einfach als eine etwas wärmere und würzigere Alternative zu Torino 21 sehen, der ja wirklich ein sehr, sehr deutlicher Minzduft war. Also es war ja wirklich Minze mit so ein bisschen einem süßen Touch. Und hier haben wir mehr Süße, mehr Würze. Es ist ein bisschen runder, ein bisschen voller. Und ich finde diesen Duft wirklich sehr, sehr schön. Noch darüber hinaus hält er deutlich länger als der Torino 21. Und ich finde, er passt einfach sehr gut in dieses super elegante und hochwertige, was Xerjoff verkörpert, aber ohne jetzt ein super süßer oder schwerer Duft zu sein oder irgendwas, was man nicht so einfach versteht, irgendwas Komplexes. Denn dieser Duft hier ist sehr schön zugänglich, deshalb ein wunderschöner Duft, der sehr, sehr lange hält. Gut, und die letzten beiden, da habe ich hier einmal noch den Santal Blonde. Den wollte ich euch gerne empfehlen, weil es nämlich ein Duft ist, auf den ihr 10% Rabatt kriegen könnt. Natürlich über meinen Link, ja, damit unterstützt ihr auch diesen Kanal ein bisschen. Schaut also gerne in die Beschreibung rein, da steht der Link zu diesem Parfum. Und das hier ist ein Sandelholzduft. Also wenn ihr euch für zum Beispiel Santal Blush von Tom Ford begeistern könnt oder für den Le Labo Santal 33, der aber deutlich dunkler ist und deutlich mehr Wumms hat und ihr möchtet eine leichtere und elegantere Alternative, die super, super, super lange hält, dann ist der hier auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Ist nicht ganz so günstig, ja, also der liegt schon beim ordentlichen Preis, deshalb schaut auf jeden Fall in die Beschreibung für den Code und sichert euch damit einen guten Rabatt auf diesen wirklich sehr, sehr schönen Duft. Gut, und der letzte, den ich hier auf der Liste habe, ist auch ein wahrer Schnapper, den ich persönlich finde für das Geld, was man hierfür bezahlt. Also ihn sollte einfach jeder besitzen, weil er echt super günstig ist. Und das eben vor allen Dingen aufgrund der nachhaltigen Verpackung. Ja, also da ist nicht besonders viel dran. Aber tatsächlich ist die DNA wunderschön. Und ich rede von dem Bois Imperial von Canton Biche, beziehungsweise von Essential Parfums. Canton Biche ist der Parfümeur, ist derselbe, der Ganymede gemacht hat und viele, viele weitere. Übrigens, der Duft, den ich hier von dem Haus noch kaufen werde, ist auch von Canton Biche. Also vielleicht errät ihn ja jemand von euch. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und das hier ist wirklich einfach der Komplimente-Magnet fürs Büro. Also es ist ein sehr frischer, sehr schön holziger, leichter, maskuliner Duft, den man super in so einer Bürosituation oder in der Freizeit tragen kann, der extrem lange hält, also wirklich 12, 13 Stunden, gar kein Problem. Einmal eingesprüht morgens hast du den ganzen Tag Spaß und deine Kolleginnen und Kollegen auch. Und noch dazu ist dieser Duft nicht sehr teuer. Ich glaube, der liegt irgendwie bei 75 Euro, die 100 Milliliter, was ein super, super fairer Preis ist. Und deshalb, ja, wenn ihr noch zusätzlich dazu ein bisschen was sparen wollt, beziehungsweise ein gratis Discovery-Kit von der Marke dazu bekommen möchtet, dann schaut gerne auch hier in die Beschreibung rein. Da steht nämlich ein Link mit einem Code, mit dem ihr das bekommen könnt. Das war aber jedenfalls meine Top 10 Düfte, die gut riechen und lange halten. Wirklich mit dem Fokus auf gut riechen. Also nichts, was zu stark polarisieren wird. Alles natürlich, wie ihr das von mir kennt, mit unterschiedlichen Richtungen, sodass jeder hier, glaube ich, fündig wird. Und deshalb, ja, wäre ich doch an dieser Stelle auch mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Welche Düfte kennt ihr, die noch gut riechen und lange halten? Schreibt mir sie gerne in die Kommentare rein. Lasst dem Video einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.